Ah, Olaf Scholz. Niemand konnte jemals ahnen, dass er vielleicht kurz vor dem Kanzleramt stehen würde. Aber ist es nicht vielleicht sogar die beste Alternative in diesem trostlosen Wahljahr? Verbrannte Steuermilliarden, Millionengeschenke an Privatbanken, Deckung von Finanzverbrechern, die unsozialste Arbeitsmarktreform aller Zeiten, Hamburg in Flammen und ein Toter. Heute geht es um einen Mann, der so langweilig, kalt und effizient daherkommt, dass man ihm nicht zutraut, dass er an all dem Chaos um ihn herum schuld sein könnte. Ein Mann, der früher die Abschaffung des Kapitalismus forderte und sich heute mit 200.000 Euro Jahresgehalt zur Mittelschicht zählen will und nicht einmal den Preis von Benzin kennt. Dieser Mann könnte durch Zufall Bundeskanzler werden, aber wäre er vielleicht sogar die schlechteste Alternative? Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Moin. Ich wette mit euch, dass dieses Video weitaus weniger Reichweite bekommen wird, wie die Videos über Amthor oder Laschet. Schließlich ist das so ein ganz kleines bisschen ein Aufregerthema momentan auf Social Media, aber Scholz, der fällt nicht auf. Dabei sieht selbst Laschet im Vergleich zu Scholz aus wie ein Kanzler, dem man blind vertrauen sollte, außer vielleicht bei der Wahl der Antriebsarten für Autos. Und Amthors Verbindung in die Welt des Geldes, ja, ist im Vergleich zu dem, was wir gleich sehen werden, ein dummer Jungenstreich. Bevor wir mit dem Video anfangen, müssen wir uns alle eins ganz klar bewusst machen, ganz wichtig zu Anfang. Olaf Scholz hat nichts falsch gemacht. Nie. Nicht ein einziges Mal. Es könnte im Verlauf des Videos immer mal, ich sag mal, so klingen, als hätte er. Aber ich sage euch, das stimmt nicht. Okay? Und wie genau er nichts falsch gemacht hat, das möchte ich euch jetzt mal im Detail zeigen. Danke übrigens für euer Interesse an diesen Videos und wenn ihr sie unterstützen wollt, dann teilt sie gerne, schreibt Kommentare und lasst eine Bewertung da. Ja, für den Algorithmus, ihr kennt das. Scholz, er ist so gut, dass er sogar von unserem alten Freund Maaßen empfohlen wird. Liebe Genossen, ich empfehle euch für die Wahl zu eurem SPD-Vorsitzenden, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz, schrieb Maaßen auf Twitter. Deswegen dachte ich mir, ich nehme vielleicht dann doch jetzt wirklich mal alle Kandidaten sukzessive durch vor der Bundestagswahl. Was haltet ihr von der Idee? Übrigens noch eine kleine Real-Life-Satire zuerst. Ich wurde spontan vom ZDF kontaktiert für die Für- und Widersendung letzten Donnerstag. Die sollte um Pflege gehen. Aber das Thema, ne, das interessiert ja eigentlich gar keinen mehr. Es ist sowas von 2020. Am allerwenigsten übrigens Spahn, der spontan absagt und dann in eine Galerie geht. Also dann stattdessen Thema Generationsgerechtigkeit. Ich fragte am Telefon, wer denn noch von der CDU dabei sei. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Man wäre auf jeden Fall sehr happy, dass ich so spontan zur Verfügung stünde. Und zwei Tage vor der Sendung wurde ich dann ohne Begründung wieder ausgeladen. Scheinbar wollte Amthor nicht mit mir diskutieren. Naja, schade, es wäre sicherlich recht lustig geworden. Naja, die Medien. Und dass ich gerade in der jungen Welt im Zuge meines Laschet-Videos schmählich als Sympathikum mit Silberblick bezeichnet wurde, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, denn das ist kein Silberblick, sondern ein Glasauge, das gerade kaschieren soll, dass ich eben nur ein Auge habe, wofür man diesen Silberblick dann dankend in Kauf nimmt. Ja, und wenn man ohne weiteres im Jugendmedium der SPD Behinderte schämen kann, dann kann ich mir auch mal die großartige Karriere des Herrn Scholz ein bisschen genauer ansehen, oder? Und weil es so viel ist, was er während seiner Karriere so alles Spannendes erlebt hat, gehen wir einfach mal chronologisch vor. Werfen wir doch mal einen Blick in die Biografie von Olaf Scholz, in die Scholzografie. Beginnen wir natürlich am Anfang. Also, ich würde da gerne beginnen, aber ähnlich wie bei Amthor findet sich dort erstaunlich wenig. Ich habe tatsächlich, das ist kein Spaß, 5 Stunden versucht, den Namen von Olaf Scholz Vater zu finden. Keine Chance. Denn wie ich in genau einer Quelle nachlesen konnte, die scheinbar nicht umgeschrieben werden konnte oder sollte. Scholz' Vater leitete mehrere Textilunternehmen und man findet dazu nichts. Noch nicht mal, was das für Textilunternehmen waren. Ist das relevant? Naja, ich meine, wenn man es so konsequent aus dem Gedächtnis des Internets zu tilgen versucht, dann, naja, dann vermutlich nicht. Das erste, was man findet, ist, dass er 1975 als Gymnasiast in die SPD eintrat, wo er bis 1988 stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender war. Damals unterstützte er den sogenannten Freudenberger Kreis, den Stamo-Kapflügel der Juso-Hochschulgruppen, sowie die Zeitschrift SPW und warb in Artikeln für die Überwindung der kapitalistischen Ökonomie. Ja, Scholz kritisierte darin die aggressiv-imperialistische NATO, die Bundesrepublik als europäische Hochburg des Großkapitals, sowie die sozialliberale Koalition, die den nackten Machterhalt über jede Form der inhaltlichen Auseinandersetzung stelle. Ich würde das mal so im Raum stehen lassen. Vielleicht verschleiert man eben dann so einen großindustriellen Hintergrund, wenn man
bei den Jusos als glühender Linker Karriere machen möchte. Seit 85 ist er als Rechtsanwalt zugelassen, was sonst? Scholz ist Partner der Anwaltskanzlei Zimmermann, Scholz und Partner in Hamburg und vertritt dort Menschen in Arbeitsrechtsfragen. Das gibt auf jeden Fall ein rotes Parteibienchen ins Mutti-Heft. Das wird auf jeden Fall auch oft genug erwähnt von ihm. Gab es sowas überhaupt im Westen? Also Mutti-Hefte meine ich. Später sollte er aber auch als der Scholzomat bekannt werden und wie jeder Politiker, dem ich persönlich vertrauen würde, macht er einen auf Francis Underwood aus House of Cards. Der Sozialdemokrat auf einem Echtholz-Wasserrudergerät für 1500 Euro im Anzug, der darüber philosophiert, wie nah er doch seinen Wählern ist. Genau. Olaf weiß eben, wie man mit Menschen spricht und Menschen anspricht. Ja, aber ich finde der Vergleich zu den Underwoods, ich meine, beide Politiker, die nur ihren Aufstieg im Sinn haben und das mächtigste Amt der Republik anstreben. Also streng nach Dramaturgie der Serie müsste er bald draufgehen und sie 2025 dann Bundeskanzlerin ernst werden. Na, we will see, we will see. Zuerst ging es für Olaf Scholz in den Bundestag, dann 2001 wurde er für ein paar Monate Innensenator von Hamburg. Wir stellen uns das ferne Jahr 2001 vor. Hamburg versank in Gewalt, Drogenhandel und Kriminalität. Die SPD hatte versagt und würde von der Partei von Richter gnadenlos zerschmettert werden. Es war Zeit für einen gefühllosen Pragmatiker, der Robo-Scholz, um aufzuräumen und zu retten, was noch zu retten war. Seht ihr, selbst Olaf Scholz Lokalpolitik kann spannend sein. Man muss sie eben nur richtig verpacken. Jedenfalls wurde er aus taktischen Gründen Innensenator. In diesem Amt blieb er zwar nur bis zur Bürgerschaftswahl im September 2001, aber er nutzte die Gelegenheit hervorragend, um nämlich die umstrittenen Brechmitteleinsätze gegen den Willen mutmaßlicher Drogendealer wieder einzuführen. Diese waren aufgrund der ablehnenden Haltung der Ärztekammer und des Rechtsmediziners Klaus Püschel erst abgesetzt worden. Ja, was soll denn auch schon bei so ein bisschen Kotzen passieren, ne? Im Dezember 2001 überlebte der Nigerianer Ahidi John diese Prozedur nicht. Gut für Scholz, da war er nämlich schon zwei Monate kein Innensenator mehr, sondern der als Richter gnadenlos berüchtigte Ronald Barnabas Schill. Puh. Also, lasst euch nicht einfallen, Scholz die Schuld zu geben, ja, nur weil er das Verfahren wieder einführte und zufällig kurz vorher abgewählt wurde. Ja, das war überhaupt nicht mehr sein Thema. Natürlich erkannte er, dass er einen Fehler gemacht hatte und lieber erstmal Gras über die Sache wachsen lassen sollte. Anstelle einfach die Klappe zu halten, verteidigte er die Methode mit einer Vehemenz, wie es sein Nachfolger nicht besser gekonnt hätte. Ich zitiere die Taz. Scholz betont, dass man sich mit dem mexikanischen Sirup noch für den mildesten Einsatz entschieden hätte. Andere Methoden hätten Kieferbrüche zufolge. Wie auch immer man das dann... Was? Es gibt keine andere Methode der Beweissicherung, sagte er in einer Podiumsdiskussion. Absurd, rief da einer und ein anderer verzweifelt. Ein Mensch ist tot. Herrgott, darüber reden Sie gar nicht. Ja, nö. Im Juli 2006 verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den deutschen Brechmitteleinsatz als menschenrechtswidrig, nachdem es in Bremen zu einem weiteren Todesfall gekommen war. Jedenfalls passierte daraufhin nichts Schlimmes, es ging für Scholz nun bergauf. Zum einen formierte er die Hamburger SPD-Opposition hinter sich, die ihn als Macher akzeptierte oder Angst hatte, dass man ihm mexikanisches Brechmittel in den Tee rührte. Schröder nannte ihn seinen potenziellen Nachfolger und Scholz lernte daraus Folgendes. Wenn man nicht zugab, einen Fehler gemacht zu haben, dann hatte man gar keinen Fehler gemacht. Das ist genau wie wenn man die Hände vor die Augen legt, dann verschwindet das Monster auch einfach. Vielleicht qualifizierte Scholz das aber für seinen nächsten Job. Denn so richtig in die Bundesöffentlichkeit trat er dann nämlich als SPD-Generalsekretär 2002. Unter dem Namen Scholzomat wurde er bekannt. Ein Spitzname, der übrigens seine emotionslose und programmatische Art in der Außendarstellung auf die Schippe nahm. Und passend dazu hatte er mit einem sehr sympathischen Thema zu tun, zu dem seinerzeit 400 Wissenschaftler den Aufruf Sozialstaat reformieren statt abbauen, Arbeitslosigkeit bekämpfen statt Arbeitslose bestrafen unterzeichnen. Die Rede ist natürlich von der Agenda 2010. Ich zitiere jetzt hier mal die Süddeutsche. In der Tat hat er einst als SPD-Generalsekretär die umstrittene Agenda 2010 des Bundeskanzlers Gerhard Schröder mit installiert. Den Umbau des Sozialsystems und Arbeitsmarktes mit den Hartz-Gesetzen hat er damals mit einer derart mechanischen Beharrlichkeit verteidigt, dass viele in ihm die Symbolfigur einer neuen herzlosen Sozialdemokratie sahen. Als Offizier seiner Partei habe er sich seinerzeit empfunden, hat Scholz mal in der Zeit gesagt. Ich denke, es ist ganz gut, wenn man sich das mal wieder vor Augen hält. Ja, wir können ja die
vergangenen Erfolge von Scholz nicht einfach so negieren. Scholz negiert gerne übrigens öffentlich, als Mitarchitekt bezeichnet zu werden, aber ich zitiere hier mal Schröder aus dem Jahr 2003 und das Handelsblatt. Schröder stellte sich dabei erneut hinter Scholz, an dem in vergangenen Tagen zunehmend Kritik laut geworden war. Der Versuch, Differenzen zwischen mir und meinem Generalsekretär zu konstruieren, das ist nun wirklich eine der üblichen Falschmeldungen, sagte Schröder. Er werde der SPD gemeinsam mit Scholz die Notwendigkeit der geplanten sozialen Reformen vermitteln. Um es vielleicht noch ein bisschen sympathischer zu machen, zitiere ich das Presseportal. Vehement verteidigte der SPD-Manager die geplanten Kürzungen der staatlichen Leistung für Arbeitslose. Unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe ist selbst schlecht bezahlte und unbequeme Arbeit besser als staatlich finanzierte Nichtarbeit. Wer länger als ein Jahr arbeitslos ist und danach aus Steuermitteln Unterstützung bekommt, der muss bereit sein, jede Arbeit anzunehmen, die ihm für andere Bürger zumutbar erscheint, so Scholz wörtlich. Ich würde Scholz ja auch gerne mal arbeiten sehen. Genau. Ach nee, das ist jetzt ein bisschen unter deiner Würde. Steig doch bitte wieder in dein dickes Auto und fahr woanders hin. Er sagte der Frankfurter Rundschau, die SPD müsse alles tun, damit es denen, die arbeiten wollen, besser geht. Diejenigen indes, die nicht arbeiten wollten, seien für die, die fleißig sind und wenig Geld haben, ein Problem. Ob er weiß, dass auch Leute, die fleißig arbeiten, heutzutage von der Tafel abhängig sein könnten? Vermutlich, schließlich ist ihm soziale Gerechtigkeit sehr wichtig. Hier nochmal ein Zitat. Indirekt wandte sich Scholz gegen die von Teilen der SPD geforderte Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Es gebe in Deutschland bereits eine gewaltige Umverteilung von oben nach unten, sagte der Parteimanager dem Stern. Ich frag mich ja, was der mutmaßliche Textilmogul-Papa für Gefühle hatte, wenn er sich an seinen Juso-Chef-Sohn zurückerinnert, ne, der den Kapitalismus stürzen wollte, während er nun diese Worte von sich gibt. Da muss ihm doch das Herz aufgegangen sein. Apropos Kapitalismus, da klingelt doch was bei mir. Wenn ihr am 3. bis 5.9. noch nichts vorhaben solltet, da ist auf der Niederburg-Kranichfeld wieder mein Mittelalter-Spektakel mit allem drum und dran. Deutlich größer als letztes Jahr. 9,99 Euro kostet der Eintritt am Tag. Musik, Feuershow, Gaukler, Krieger, Kämpfe, Kamele, alles. Ja. Und falls ihr noch lagern wollt vor Ort, dann schreibt uns gerne. Unten findet ihr den Link zu allen Informationen. Freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Sorry, muss ja auch ein bisschen arbeiten, damit es mir besser geht und ich nicht von Olaf Scholz an der Tafel bedient werden muss. Olaf Scholz ging dann vorübergehend mit Schröder unter, doch eher aus taktischen Gründen. Der Scholz-O-Mat würde zurückkehren. Scholz erklärte in diesen Jahren auch die Abkehr der SPD vom demokratischen Sozialismus. Ich meine, das war ja auch nicht mehr zeitgemäß, ne? Weil so demokratisch ist Deutschland ja gar nicht mehr mittlerweile. Kleiner Spaß, ne? Spätestens seitdem der Scholz-O-Mat zu König Olaf von Hamburg wurde, wie man ihn liebevoll nannte, hatte die Bedeutung, seine eigene politische Strömung zu formen. Ich nenne ihn den Scholzialismus. Woran glaubt Scholz also? Wofür steht er? Tja, da der Scholz-O-Mat dafür bekannt ist, dass keiner einen Nerv hat, ihm zuzuhören und er auch nie konkret irgendwas sagt, antworte ich jetzt einfach mal für ihn. Ich habe euch jetzt, bevor wir zu den richtig großen Skandalen kommen, mal eine Liste von den coolsten Geboten des Scholzialismus gemacht. Quasi so als Checklist, ne? Das ist ja ein cooles, hippes Videoformat hier, da kann man auch mal so eine Checklist machen. Für die Bundes-Scholz-Wahl, gibt ja auch bei euch Leute, die jetzt keinen Bock haben, sich so eine Stunde Video anzutun. Wenn ihr jetzt nur wissen wollt, zum Beispiel, ob Scholz ein Fan von TTIP war, was er war, oder beispielsweise gerne mal die Frage stellen würde, was hält Olaf Scholz eigentlich von Krieg? Viel. Schaut man sich auf Abgeordnetenwatch seine Abstimmung an, dann gab es immer ein klares Ja zu allem, was mit Ballern zu tun hat. Ballern ist ja auch geil. Mittlerweile kann er aber auch noch viel mehr für das Militär tun. Ich glaube, dass es eine schlechte Zeit war für die Bundeswehr, dass mit dem Beginn der schwarz-gelben Regierungskoalition so etwas wie eine Sparzeit begonnen hat und gerade der Rüstungshaushalt als Spardose für die öffentlichen Finanzen benutzt worden ist. Das hat sich aber geändert, gerade in der Zeit, in der ich jetzt Bundesminister der Finanzen gewesen bin und bin, ist es so gewesen, dass wir eine erhebliche milliardenschwere Steigerung des Bundesverteidigungshaushaltes auf jetzt über 50 Milliarden Euro zustande gebracht haben. Und deshalb ist diese gewaltige Steigerung der letzten Jahre die Grundlage, auf der man aufbauen muss und die darf auch nicht in Frage gestellt werden. Olaf Scholz ist auf jeden Fall stolz darauf, dass er während Corona das Rüstungsetat um ein paar Milliarden anheben konnte. Vielleicht funktioniert dann auch mal wieder irgendwas und die ganzen Menschen, die ihre Jobs verloren haben während der Krise, ja, und der Gleichgültigkeit der Regierung können ja dann einfach Soldaten werden. Gut mitgedacht, Herr Scholz. War ja auch früher schon so, ne? Das
die Mittellosen dann in der Armee eine Alternative gesehen haben, um sich ernähren zu können. Und wer arbeiten will, der soll ja auch Geld verdienen. Nicht wahr, Herr General? Nächste Frage, was hält Scholz eigentlich so allgemein von der Pressefreiheit? Ja, wie schrieb doch der Tagesspiegel, die Taz initiiert ein Bündnis gegen den Missbrauch des Interviews, denn die Taz hatte beim Parteitag der SPD mit Generalsekretär Olaf Scholz gesprochen. Der soll dann den Abdruck des Interviews verboten haben, unter anderem wegen unbotmäßig frecher Fragen. Eine Reihe von Zeitungen beteiligte sich an diesem Bündnis, darunter der Tagesspiegel. Ja. Aber mal, also mal ehrlich, ne? Freche Fragen führen ja auch nicht zu konstruktivem Machtgewinn. Was allerdings zu Machtgewinn führt, ist, wenn man die richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit hat. Also nicht der Zeit als Magazin, sondern der Zeit. Olaf Scholz bezeichnet sich nämlich selbst als Feminist. Dazu habe ich jetzt aber keine Quelle gefunden, um diese Aussage wie bei allen anderen in diesem Video zu unterfüttern. Tut mir leid, wenn ich euch in diesem Fall den Nachweis schuldig bleiben muss. Aber jetzt, das Thema, auf das wir alle gewartet haben. Ja, das Thema, über das Olaf Scholz wie kein zweiter immer und überall sehr vocal war und wo er sehr woke war. Die Umwelt, Scholz und die Umwelt, das sind zwei Dinge, die von jeher untrennbar zusammenhängen. Also nicht im guten Sinne, aber untrennbar. Scholz war als erster Bürgermeister Hamburgs beispielsweise derjenige, der die umstrittene Hafenvertiefung in Hamburg durchgesetzt hat. Das war natürlich eine ökologische Katastrophe für diesen Lebensraum, aber das Projekt, das ist ansonsten. Ansonsten ist das hieb- und stichfest. Aber genau das bringt nichts. Der Schlick kehrt zurück in den Hafen. Und rein wirtschaftlich macht all das wenig Sinn. Ja, aber zumindest war es ja alternativlos. Oder doch nicht? In einer gemeinsamen Pressemitteilung zu Olaf Scholz' Regierungserklärung über die Elbvertiefung sagten Norbert Hackbusch, Fabio De Masi und Herbert Behrens, Hafenkooperation zwischen Hamburg und Bremerhaven und Wilhelmshaven ist die sinnvollste Alternative zum gleichzeitigen Ausbaggern von Jade, Weser und Elbe und damit dem Verbrennen von Steuergeldern. Dieser Konkurrenzkampf zwischen den deutschen Seehäfen ist nicht mehr zeitgemäß. Im Übrigen sollte uns mit der Ems ein toter Fluss in Norddeutschland wirklich reichen. Also zu Zeiten der Hanse, der hätte mal die Akil geholt, nicht? Seit 2013 ist die SPD in der Bundesregierung. Genauso lange sitzen SPD-Politikerinnen an der Spitze des Bundesumweltministeriums. Und seit März 2018 ist Olaf Scholz neben seinem Amt als Finanzminister auch Vizekanzler. Trotz großer Töne haben er und seine Partei in dieser Zeit sich nur zaghaft für den Klimaschutz engagiert. Bisher hat Scholz jede Gelegenheit vorbeiziehen lassen, um dem Klimawandel den Kampf anzusagen. Ah, verdammt, das ist mein Fehler. Ja, wie man aber auch immer wieder vergisst, ne, dass die SPD ja die ganze Zeit an der Regierung beteiligt ist, ja, weil man ja dieses Sozial immer nicht so richtig mitbekommt. Ja, aber man muss ja auch sagen, ne, die schwarze Null, die musste verteidigt werden in einer Welt, in der alle Staaten verschuldet sind. Und schlussendlich hat er ja das Geld für den Kohleausstieg zugesagt, ne, und ist von seiner schwarzen Null abgerückt. Es kommt ja jetzt der Ausstieg und in Zukunft passiert da doch kein Schabernack mehr. Ich liebe dieses Wort. Ja. Oder? Nun, zufällig ist da ein geheimes Dokument geleakt worden. Wenn ich hier mal die deutsche Umwelthilfe zitieren darf. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Scholz hat den USA eine Milliarde deutsches Steuergeld für dreckiges Fracking-Gas versprochen, wenn sie Nord Stream 2 durchwinken. Das belegt ein bislang geheim gehaltenes Dokument. Es zeigt, dass die politische Führung der Bundesrepublik bereit ist, Geld der Bürgerinnen und Bürger sowie die deutschen Klimaziele zu opfern, um die russische Mega-Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 fertig zu bauen. Ein nicht nur für das Klima katastrophaler Geheimdeal, der durch die Enthüllung der deutschen Umwelthilfe nun zweifelsfrei belegt ans Licht kommt. In dem Non-Paper, also einem ganz bewusst inoffiziellen Papier der Regierung, bietet Scholz der damaligen Trump-Regierung einen Deal an. Den damaligen Finanzminister spricht er darin mit Dear Steven an. Im Gegenzug für die Duldung von Nord Stream 2 ist die Bundesregierung bereit, 1 Milliarde Euro deutsches Steuergeld als Förderung zu investieren, um Flüssigerdgas-Terminals an der norddeutschen Küste zu errichten. Aber das war noch nicht alles. Und obendrauf bekommt ihr noch ein Kabeljau. Heißt das Kabeljau in der Nordsee oder was in der Ostsee? On top bietet Deutschland einige diplomatische Hilfen an, um Polen und die Ukraine zu besänftigen. Ja, ne, quid pro quo, man kennt das. Daran sieht man doch, Olaf Scholz ist alles wichtig, das nachhaltig ist. Also wirtschaftlich. Jetzt nicht so Umwelt. Aber ich meine, der Scholz ist eben Finanzexperte. Deshalb geht Scholz auch mit dem Geld der Steuerzahler nachhaltig um. Lass es mich vielleicht so ausdrücken. Nein, schließlich ist ja auch gerade Wahlkampf, ne, und das kostet halt ein bisschen. Die Süddeutsche schreibt, Scholz lässt sein Ministerium offenbar nationale Steuerkonzepte durchrechnen, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Partei an derlei fürs Wahlprogramm feilt. Für wen rechnet man da wohl mit hohen Personalkosten herum?
Das Vorgehen stellt einen Verstoß gegen das Parteiengesetz dar, weil es sich um verdeckte Parteienfinanzierung handelt, sagt die Düsseldorfer Rechtsprofessorin Sophie Schönberger dem Spiegel. Zudem verstößt es gegen das Grundgesetz. Es verletzt die Chancengleichheit der Parteien. Ja, also eine Ministeriumssprecherin verweist darauf, dass es ja üblich ist, dass der Minister fachliche Ausarbeitung erhält, ne? Und wenn das eben nun zufälligerweise auch das ist, was die Partei gerade rausfinden will, dann ist es halt ein Zufall. Wo wir gerade bei sich am nächsten sein sind. Indirekt gibt Scholz angemessen viel Geld für Werbung für sich, für sein Ministerium aus. Also nicht zu viel, angemessen. Scholz hat dieses Jahr knapp 5 Millionen Euro für Finanzministeriums PR veranschlagt. Wieso braucht das fucking Finanzministerium PR? Ich meine, niemand mag es. Es nimmt sich, was es will, bekommt sowieso, was es will. Warum brauchen die PR? Der Fokus schreibt, im vergangenen Jahr waren es sogar 5,4 Millionen Euro. Im Jahr 2019 4,7 Millionen. Die Zahlen bedeuten einen deutlichen Anstieg der PR-Ausgaben des Finanzministeriums in Scholz' Amtszeit. 2018 lag das Budget für Öffentlichkeitsarbeit noch bei 3,1 Millionen. In den 5 Jahren zuvor zwischen 2 und 3 Millionen Euro. Pff, ich meine, das können doch die anderen Kandidaten auch machen. Ich sehe jetzt das Problem nicht. Und ich meine, Öffentlichkeitsarbeit machen wir für Olaf Scholz hier ja irgendwie auch, ne? Was gibt es denn noch so zu wissen über den sympathischen Hanseaten? Scholz joggt übrigens sehr gerne, auch zusammen mit seiner Frau. Und er hat ein Auto, aber das fährt er fast nie und das ist auch schon viele Jahre alt. Er hat aber noch eine grüne Plakette, ja? Seine Invest-Strategie ist ein Sparbuch und sein Friseur seit vielen Jahren im Lockdown. Ja, was gibt's noch? In Hamburg hielt er den Mietendeckel für Gift. Nun steht der prominent in seinem Wahlprogramm. Jedenfalls ging er nach dem Niedergang von Schröder zurück nach Hamburg, wo er 2005 Landeschef wurde. Er wurde dann von 2007 bis 2009 Bundesminister für Arbeit und Soziales in der GroKo, aber eigentlich auch nur, weil Franz Müntefering sich mehr um seine kranke Frau kümmern wollte. Die wichtigste Schlagzeile aus dieser Zeit ist übrigens, dass er ganze 15 Kilo abgespeckt hat. Das ist eine krasse Leistung. Hey, wer jetzt sagt, dass es eben seine größte Leistung in dieser Zeit war, der hat nicht Olaf Scholz Erfolge in diesem Zeitraum gegoogelt. Ich meine, ich habe es gemacht, ich habe auch nichts gefunden, aber das liegt bestimmt an Google. Deswegen wird er wieder Landeschef der SPD, weil man ihn scheinbar auf keinem anderen Job haben wollte. Doch, 2011 bis 2018 wird er dann erster Oberbürgermeister von Hamburg. Und da hört man tatsächlich sehr viel Gutes. Ungelogen. Und weil man da eben so viel Gutes hört, wollen wir jetzt mal über zwei richtig miese Geschichten sprechen, die aufgeflogen sind und erklären, warum Scholz nicht schuld ist. Grundsätzlich nicht. Darum geht es ja in diesem Video. Ein offensichtliches Scheitern zu vermeiden scheint ja oft genug Antrieb des Scholzschen, deutsches wundervoll, oder? Der Scholzschen Handlungsmaxime zu sein. Es geht um Banken. Scholz hätte eine Abwicklung der landeseigenen Bank als Scheitern betrachtet. Die HSH verschleppte die Pleite geschickt. Mit Mitteln, die ich persönlich für maximal illegal halte, also werden sie vermutlich in Finanzsicht total in Ordnung sein. Die waren auf jeden Fall ohne weiteres durchführbar und wie genau könnt ihr in einem Artikel da unten lesen. Ich verlinke euch ja alle Quellen wieder dort unten. Das ist hier ja kein BWL-Seminar, wo man lernt, wie man das dann macht in der Praxis, nicht wahr? Zwinker, zwinker. Und dann kauften Hamburg und Schleswig-Holstein faule Schiffskredite für 2,4 Milliarden Euro aus der HSH Nordbank und bunkerten sie in einer staatlichen Anstalt. Dieses Kreditportfolio, das war mal 5 Milliarden Euro wert, das ist zum Zeitpunkt des Artikels dann noch 1,7 Milliarden wert gewesen. Man wollte die Gläubiger der Bank schadlos halten. Ich meine, das ist doch nett vom Olaf, oder? Also ich finde, wenn mich Olaf Scholz gefragt hätte, ob ich privat ein paar Euro zuschießen will, um Anlegern zu helfen, ich hätte natürlich sofort ja gesagt. Vor allen Dingen, wenn mich Olaf Scholz fragt. Und am Ende hat ja diese ganze HSH-Geschichte den Steuerzahler gerade mal nur 14 Milliarden gekostet. Was? Das sind, Moment, ich rechne das mal kurz auf Hamburgisch um, 18 Elbphilharmonien. Ich meine, das muss doch irgendwelche Konsequenzen gehabt haben. Moment, nein, Scholz sagte, er habe keinen Fehler gemacht. Also mal abgesehen davon, dass es absehbar war, was da passiert ist und der Scholz-Senat die einhellige Expertenmeinung von Banken und der EU-Kommission ignorierte, woher sollten die denn das auch wissen? Und vielleicht hat man auch ein kleines bisschen die Verfassung gebrochen, weil die Aufforderung an die Bürgerschaft in der Mitteilung des Senats vom 19. März 2013 einer Erhöhung der Ländergarantie zuzustimmen, nichts anderes als die feste Zusage von Ausgaben war, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt worden sind. Aber dafür kann ja der Regierungschef nichts, also wirklich. Die Welt schrieb,
Eine geordnete Abwicklung hätte bedeutet, den Zugriff auf das Geld des Steuerzahlers zu minimieren und die Beteiligung der Anteilshaber und Gläubiger zu maximieren. Stattdessen warf der Senat ohne Not gutes Geld dem Schlechten nach. In der Privatwirtschaft hätte eine solche Serie grober Fehler für die Entscheidungsträger das endgültige ausbedeutet. Aber ich meine, wir sind ja nicht in der Privatwirtschaft, also ist niemand ganz persönlich betroffen und deshalb auch niemand ganz persönlich schuld. So, jetzt ist Scholz Finanzminister mit Sparbuch. Ja, aber boah, Alex, das ist doch schon wieder, boah, Finanzkram, das gibt's da nicht mal was Cooles? Keine Sorge, solche Skandale gehen auch in Spann. Habt ihr Lust auf einen richtig spannenden Wirtschaftskrimi, so mitten im Video? Ja, oh ja, holt euch ein paar hanseatische Lakritzstangen und hört gut zu. Ihr habt doch alle sicher von Cum-Ex gehört. Cum-Ex war vor Scholz' Zeit als Finanzminister, aber als er Bürgermeister von Hamburg war, hatte er, nun ja, sehr persönlichen Kontakt zum Thema. Alex, willst du sagen, dass Olaf Scholz die Hoffnung der SPD persönlichen Kontakt mit extrem verbrecherischen Betrügern des Hochfinanz hatte? Dass die Hamburger SPD mit denen zusammen Millionen an Steuergeldern ihrer eigenen Bürger verschwinden ließ und im Gegenzug mit Parteispenden ausgestattet wurde? Moment, wo fange ich denn an? Was genau ist passiert? In die Cum-Ex-Geschäfte waren viele Banken verwickelt. Eine war die Warburg Bank in Hamburg. Der Hamburger Senat hat Steuerforderungen aus Cum-Ex-Geschäften in Millionenhöhe, um genau zu sein, 47 Millionen Euro allein im Jahr 2016, an die Warburg Bank verjähren lassen. Und die Frage stand im Raum, welchen Einfluss hatte der damalige Oberbürgermeister Olaf Scholz auf diesen Skandal? Denn die Haupteigner der Warburg Bank trafen sich mehrfach mit Olaf Scholz, damals eben dem ersten Bürgermeister. Scholz konnte sich nicht an die Treffen erinnern und damit wäre die Sache eigentlich vom Tisch gewesen, weil wenn man sich nicht dran erinnern kann, na, dann kann es auch nichts Besonderes gewesen sein, oder? Ja, nur leider fand man das Tagebuch des Warburg-Chefs Olearius. Also nicht nur eins, sondern ich glaube 10. Nicht gut, Olaf, nicht gut. Aber wir werden gleich sehen, warum Olaf auch hier nicht schuld war. Die Zeit hat dazu einen sehr spannenden Wirtschaftskrimi geschrieben, nur dass eben alles wirklich passiert ist, was im Artikel steht, weil es sich alles auf diese Tagebücher bezieht. Diese Geschichte hat alles, was man sich wünscht. Ultrareiche Bankiers mit besten Verbindungen in die Politik, Deals, die ausgehandelt werden, geheime Beamte, die das aufdecken wollen und die man austricksen muss. Schließlich ist von einer Finanzbeamtin die Rede, die den mutmaßlichen Steuersündern eine solch fürsorgliche Zuneigung angedeihen ließ, als liege ihr mehr am Wohl der Bank als am, also bitte, Gemeinwohl. Im Fokus die Privatbank MM Warburg. Seit 1798 verwaltet sie Milliarden für die Vermögenden der Stadt. Im Jahr 1986 holte der Familienerbe Max Warburg Christian Olearius in die Bank. Olearius wurde ein erfolgreicher Bankier und ein gefragter Berater der Politik. Er verhandelte für die Stadt den Kauf von 40.000 Wohnungen aus dem gescheiterten Unternehmen Neue Heimat, er sammelte Spenden für die Elbphilharmonie und schmiedete ein Konsortium zur Rettung der Reederei Hapag-Lloyd. Aber noch wichtiger war die Rettung der Hamburger Stahlwerke 1994. Hunderte Arbeitsplätze standen damals auf dem Spiel, 170 Millionen Mark Schulden bei der örtlichen Landesbank. Federführend bei der Rettung Christian Olearius. Dem Bankier gebührt Dank, heißt es aus dem SPD-geführten Rathaus. Er habe sich verdient gemacht. Das liest man in der Wirtschaftswoche. Und auf der anderen Ringseite steht Finanzbeamtin Pannhausen, die alles in ihrer Macht Stehende versucht, um die Bank aus dem Fall herauszuboxen. Also steht sie eigentlich in derselben Ringecke. Warum? Also hoffentlich nicht, weil die da möglicherweise befangen war. Ach, Quatsch. Das ist ja auch Hamburg und nicht irgendein Provinznest, wo man sich mit Nachbarn verklüngelt. Naja, dabei hatte ihre Vorgesetzte Ose Grieben laut deren Aussage im späteren Hamburger Untersuchungsausschuss zum Warburg-Skandal angeboten, sie wegen Befangenheit vom Warburg-Fall abzuziehen, denn sie sei nun einmal Blankeneser Perlkettentochter und durch Schule und Freundeskreis eben auch mit vielen Bankiersfamilien in Kontakt gekommen. Ja, das ist so eine Kontaktinfektion. Ist das das weibliche Hamburger Pendant zum BWL-Justus? Wir zoomen rein ins Jahr 2016. Die Bank wird durchsucht. Daraufhin wendet sich Olearius an einen alten Freund und Berater, Alfons Pawelczyk. Der ist ein Urgestein der Hamburger SPD, wahnsinnig gut in die dortige Wirtschaft verknüpft. Er war zweiter Bürgermeister der Hansestadt, anschließend Berater auch für Warburg. Später hat er mit Olearius Spenden für die Elbphilharmonie gesammelt. Pawelczyk wird für Olearius in der Krise zum wichtigen Ratgeber und zum Verbindungsglied in die Politik und erkennt, die Lage ist ernst, es braucht Unterstützung von oben. Im Tagebuch schreibt Olearius am 3. August 2016, Pawelczyk will, dass Scholz die Sache in die Hand nimmt. So macht man das!
Herrlich. Es gibt ein Problem und die Kerle, die packen das einfach an. Prima. So mache ich das auch immer. Ne? Felix, ich brauche neue Reifen. Hast du noch was im Lager? Ja, nur, dass es bei uns nicht um Unterschlagung von vielen, vielen Millionen an Steuern geht. Also, noch nicht. Ja, wer weiß, was da alles noch passiert. Ja, ich kenne leider keine Perlenkettenmädchen. Einen Tag später notiert Olearius, am Donnerstag, den 4. August, berichtet H. Pawelczyk vom Gespräch mit H. Scholz. Man hat gerühmt, dass die Bank für die Stadt vieles getan habe und wir ihr Beistand gegeben haben. Die Eilbedürftigkeit ist bekannt. Es kann sich die Notwendigkeit ergeben, Scholz im Urlaub aufzusuchen. Olaf Scholz antwortet auf Nachfrage im späteren Ausschuss. Der Termin am 4. August 2016 sei in seinem Kalender vermerkt. Er habe aber keine konkrete Erinnerung an das Gespräch. Der Umstand, dass man denkt, den Bürgermeister im Urlaub aufsuchen zu können, spricht allerdings für sich, ja, und die Ebene, auf der man da zusammen verkehrt. Dann kommt es zum ersten Treffen und zur Vorbereitung des Treffens erhielt Scholz ein Briefing seiner Beamten, wie das Manager-Magazin schreibt. Ein Ansprechpunkt im Gespräch mit den Bankiers der Privatbank M&M Warburg könnten sogenannte Cum-Ex-Geschäfte sein. Aktiendeals, bei denen Steuern erstattet wurden, die niemals gezahlt wurden. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt Steuerhinterziehung von bis zu 150 Millionen Euro. Die Zentrale der Bank sei durchsucht worden. Die Geschäfte seien wohl mit Fonds teilweise über Malta abgewickelt worden. Es gebe Geldflüsse in die Karibik. Die Bank solle Drahtziehern der Geschäfte mit Scheinrechnung geholfen haben, Millionen beiseite zu schaffen. Zwei Warburg-Manager stünden in Verdacht, auch Privatgeld in Cum-Ex investiert zu haben und ein Fall einer Frankfurter Bank zeige, dass die Rückzahlung hinterzogener Steuern manches Institut sogar existenziell gefährden könne. All diese Fun Facts waren Scholz also bekannt, als er sich mit den Männern traf. Denkt dran, das spielt nachher noch eine Rolle. Er lässt mich spüren, dass er frühere Treffen mit mir in Erinnerung behalten hat, hört aufmerksam unsere Schilderung zu und stellt kluge Fragen. Neben den rechtlichen Aspekten rund um die Cum-Ex-Ermittlungen habe er den Bürgermeister auch auf die miserable wirtschaftliche Lage der Bank hingewiesen. Scholzens Erinnerung wurde immer als gut empfunden. Scheinbar ließ sie erst nach Zufall mitten im Untersuchungsausschuss nach. Aber ich meine das Alter, ne? Da kommt ja auch alle noch hin. Der Abschlussbericht von Pannhausen hat folgendes Fazit. Warburg habe lediglich fahrlässig gehandelt, sie sehe keinen Anlass, die Steuerbescheide zu widerrufen. So fasst es jedenfalls Olearius zusammen. Da jetzt das Papier den Hierarchieweg überstehen müsste, empfiehlt sie, politischen Beistand einzuholen. Ich telefoniere mit H. Pawelczyk, der Scholz unterrichtet. Kumpels unter Sicherheit. Natürlich wird Frau Pannhausen später im Ausschuss sagen, dass sie überhaupt gar keine Ahnung von irgendwelchen politischen Verbindungen gehabt haben sollte. Und doch plötzlich scheint es so, als müsse man doch zahlen. Die Staatsanwaltschaft habe sich bei Pannhausen gemeldet. Die Politik müsse entscheiden, sie bedauere. Spätestens jetzt ist deutlich, dass dieser Fall ein Politikum geworden ist. Aber Olearius wäre nicht Olearius, wenn er nicht noch ein Ass im Ärmel hätte. Nämlich jemanden, den in der SPD in Hamburg außer Scholz fast jeder fürchtet. Von März 2016 an wird er zu den Begegnungen mit Olearius oft von einem der damals mächtigsten Männer in der Hamburger SPD begleitet. Seit März ist bei den Treffen auch Johannes Kahrs, einer der mächtigsten Männer der Hamburger SPD, zugegen. Er ist Vorsitzender des Kreisverbands Hamburg-Mitte, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags und haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion und inoffiziell als die graue Eminenz der Sozialdemokraten in Hamburg bezeichnet. Der Strippenzieher. Krake oder Krebsgeschwür sind die Vokabeln, die seine Gegnerin zum System Kahrs einfallen. Mitglied des Wingolf-Bundes, Anführer des Seeheimer Kreises, des rechten Flügels der SPD, Oberstleutnant der Reserve auch, Förderer der Rüstungsindustrie. Und um die Taz zu zitieren, einer der vielen Skandale, die den Aufstieg von Kahrs begleiteten, endete mit einer Fangschaltung. Anfang der 90er Jahre hatte er eine innenparteiliche Konkurrentin mit anonymen nächtlichen Telefonanrufen bedroht, mit den Worten, ich krieg dich, du Schlampe. Angenehmer Zeitgenosse. Die Hamburger SPD ist auch, also generell, ne, es ist schon eine tolle Gesellschaft. Es steht ein weiteres Treffen mit Scholz an. Kahrs möchte vorher nochmal mit Scholz sprechen, bevor das Treffen zwischen Olearius und Scholz ansteht. So notiert es Olearius in einem Tagebuch. Dazu befragt kann sich Olaf Scholz an kein solches Gespräch mit Kahrs erinnern. Ich meine, wer soll das überhaupt sein, dieser Kahrs, ne? Währenddessen schätzt Pannhausen einem Mitarbeiter gegenüber ein, dass das Finanzministerium die Forderung nicht einfordern würde, weil die Konsequenzen zu groß wären. Ja? Man muss den Betrug eben nur groß genug aufziehen. Da haben wir mal wieder den Beweis. Es wird ein Strategiepapier der Bank erstellt und am 26. Oktober treffen sich Olaf Scholz und Warburg-Chef Christian Olearius zusammen mit Max Warburg erneut.
So steht es im Tagebuch. Die Bankiers drücken Scholz das von den Warburg-Beratern verfasste Argumentationspapier in die Hand. Olearius notiert: Im Laufe des Mittwochs, 26. Oktober, ist das Schreiben fertiggestellt. Wir, MW und ich übergeben es dem ersten Bürgermeister als Entwurf. In dem Papier argumentiert Warburg auf 7 Seiten, dass man sich immer an die Gesetze gehalten habe. Das Finanzamt solle bitte auch bedenken, dass eine Rückforderung die Existenz der Bank gefährden könne. Ich meine, das ist gar nicht so blöd, weil bei der HSH Nordbank hat es ja auch schon mal geklappt, dass man sich dann lieber gegen die Steuerzahler entschieden hat. Auch dieses Treffen findet sich in seinem Kalender, bestätigt Scholz. Er könne nicht ausschließen, ein solches Papier gesehen oder ausgehändigt bekommen zu haben. Aber er habe leider also wirklich keine aktiven Erinnerungen an die Begegnung, was auch immer eine aktive Erinnerung sein soll. Sind es diese kleinen Kugeln, die dann quasi gesammelt und aufbewahrt werden, wie bei dem Disney-Film? 9. November, Olearius schreibt in seinem Tagebuch, Olaf Scholz hat sich telefonisch gemeldet, woran er sich mal wieder, richtig, nicht mehr erinnert. Scholz ist pikiert ob des Sieges von Trump und dann schicken sie das Schreiben ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator. Ich frage nichts, danke und lasse das Schreiben Tschentscher überbringen. Der Finanzsenator übrigens, das ist damals Peter Tschentscher, der ist heute Scholz Nachfolger als Bürgermeister. Just saying. Das dritte Treffen war am 10.11. Scholz hat eingeräumt, dass es dieses Treffen gegeben hat, betont aber in einem Interview am 1. März 2020, dass sein Gesprächspartner Vermutungen darüber angestellt habe, was Scholz denke, dass er aber keinerlei Aussagen zu diesem Thema von ihm bekommen habe. Das schreibt sogar Olearius auf, aber er deutet es als Understatement nach dem Motto, das geht schon alles seinen Gang. Wir sprechen da jetzt nicht mehr drüber. Und natürlich, ohne dass irgendjemand die Hände im Spiel hatte oder irgendeine Beeinflussung passiert sei, kommt es zum undenkbaren Ereignis am 17. November. Das Finanzamt und die Steuerverwaltung zusammen, die einigen sich. Und trotz der Ermittlungen der Staatsanwälte, trotz der mittlerweile öffentlichen Debatte über Cum-Ex und trotz eines Untersuchungsausschusses beschließen sie, von Warburg keine Steuern zurückzuverlangen und die Forderungen verjähren zu lassen. Und zack, 47 Millionen Euro verschwunden. Ja, mein Steuerberater weiß Bescheid für 2021. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, irgendwie wirklich alles ein bisschen strange, aber solange da kein Geld floss, dann, ihr kennt diesen Joke aus dem Amthor-Video schon, oder? Ich brauche euch, glaube ich, jetzt nichts erzählen. Kars sagt Olearius, ihm sei ein Spender abgesprungen. Ich gewähre die Hälfte, notiert der Bankinhaber am 7. September 2017. Nur 4 Tage später, am 11. September, registriert die Hamburger SPD eine Spende über 13.000 Euro von einer Firma, an der Olearius beteiligt ist. Weitere Firmen, an denen Olearius Anteile hält, spenden 2017 insgesamt 45.500 Euro an die SPD. Den größten Teil davon erhält der Kreisverband Mitte, dessen Vorsitzender Johannes Kars ist. Nett und so selbstlos. Und Spenden kann man ja auch noch von der Steuer absetzen. Großartig. Ach ja, die SPD, die Partei für die einfachen, hart arbeitenden Menschen, die Partei, die sich nicht von Bankiers schmieren lässt. Insgesamt hat Hamburg Mitte übrigens in den letzten 4 Jahren 640.000 Euro Spenden erhalten. Viel davon übrigens von Immobilienfirmen. Was das so bedeuten hat, kann man ja mal in Zukunft recherchieren. Aber dazu muss man jetzt auch sagen, ne? Also wirklich ganz ehrlich, die SPD ist dahingehend wenigstens transparent, die CDU und die FDP sind das nicht. Kars hat sich übrigens im Mai 2020 abrupt von allen politischen Ämtern verabschiedet. Nee, ist kein Schuldeingeständnis. Am 1. Juli diesen Jahres erklärte Scholz den Bundestagsabgeordneten des Finanzausschusses in einer vertraulichen Sitzung, er sei mit dem Warburg-Vorgang nicht beschäftigt gewesen. Das ist mutig, das so zu formulieren, im Hinblick darauf, dass man sich dreimal getroffen hat und ein Argumentationspapier bekommen hat. Die Abgeordneten fragten Scholz an jedem 1. Juli auch, ob er sich über das eine berichtete Zusammentreffen hinaus nochmals mit Olearius getroffen habe. Antwort Scholz: Hamburg sei klein, da laufe man sich schon mal über den Weg. Hamburg ist winzig, es ist wirklich winzig. Ich treffe da auch immer die gleichen Leute, also wenn man mit den gleichen Leuten unterwegs ist. Ne? Finanzexperte Fabio De Masi sagt dazu, die Aussage, Scholz habe keinerlei Einfluss auf das Steuerverfahren der Warburg Bank genommen, sei nicht glaubhaft. Er offenbarte die Treffen nicht, verwies auf das Steuergeheimnis und teilte mit, es gäbe über die bekannten Medienberichte hinaus nichts zu berichten. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Im Handelsblatt ist zu lesen, in seiner Befragung durch den Hamburger Untersuchungsausschuss Ende April erklärte Scholz knapp 40 Mal, dass er sich nicht erinnern könne. Das ist schon, also das ist bedenklich, das sollte man überprüfen lassen. Also ungefähr so viel wie ich, wenn ich damals vor einer Mathe-Klausur saß. Er erinnerte sich nicht an die 1,
zwei, drei, wie viel auch immer Gespräche, nicht an ein späteres Telefonat, nicht ob es Vorbereitungen gegeben habe, nicht was mit den Papieren geschah, die er da entgegennahm. Das ist einfach alles weg. Die Erinnerungslücken traten allerdings erst mit den Beweisstücken auf. Ja, und das ist nur eine von mehreren Merkwürdigkeiten, die sich der Kanzlerkandidat bei der Aufklärung der Vorfälle leistete. Immer wieder stand auch die Frage im Raum, hat Scholz möglicherweise im Parlament nicht die ganze Wahrheit gesagt? Ne? Parlamentarier in Berlin, wie in Hamburg jedenfalls, fühlten sich wiederholt angeschwindelt von Scholz. Genauso formuliert das das Handelsblatt weiter. Durch das Briefing seiner Beamten musste er jedes Detail hinter der Affäre gewusst haben. Fazit im Manager-Magazin: Entweder er hat das Papier nicht gelesen, was an der Qualität seiner Amtsführung Zweifel aufkommen lässt, oder seine Aussage, er könne sich an die Treffen in keinster Weise erinnern, wird unglaubwürdiger. Und beide Varianten sind nicht wirklich gut für das Ansehen eines zukünftigen Bundeskanzlers. Wäre man von außen nicht eingeschritten, hätte es keine Konsequenzen gegeben und noch mehr Steuergeld wäre einfach pop. Ende Juli wurde nun erstmals vom Bundesgerichtshof die Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften bestätigt. Die Warburg Bank muss nun 176 Millionen Euro zurückzahlen. Also ich meine, die Bank juckt das jetzt nicht. Die hat nämlich bereits letztes Jahr überwiesen. Stell dir vor, ne, die jucken einfach Steuernachzahlung von 176 Millionen Euro nicht. Wenn ich mal groß bin, werde ich Bank. Der Sprecher der CDU im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex, Götz Wiese, der stellte fest, fest steht bislang nur, der damalige Bürgermeister Olaf Scholz und der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher tragen dafür die rechtliche und politische Verantwortung. So, was ist jetzt das Ergebnis? Ist doch klar, Scholz war es nicht. Wäre ja noch schöner, wenn jemand, der verantwortlich ist, auch wirklich verantwortlich ist. Nur eine Sache ist wirklich schade, nämlich dass Christian Olearius etwas grundsätzlich nicht bei illegalen Aktivitäten verstanden hat. Man schreibt dazu nichts auf. Oder wirft es dann wenigstens ins Feuer, wenn es eng wird. So perfekt, wie Scholz da jetzt rausgekommen ist. Es gibt tatsächlich einen kleinen Schönheitsfehler, den er sich geleistet hat und der leider der Frau Wagenknecht aufgefallen ist. Auch ganz konkret für die Warburg Bank. Herr Olearius kann vielleicht verurteilt werden, im schlimmsten Fall auch in den Knast wandern. Aber die Bank muss garantiert nichts von ihrem ergaunerten Geld zurückzahlen, solange das im Gesetz so steht, was Herr Scholz im Juni diesen Jahres hineingeschummelt hat. Böse Zungen behaupten ja nach diesen Skandalen, dass Scholz keine gute Wahl als Finanzminister ist. Und eigentlich ist er ja auch eher der Typ, der gern mal so einen Mexikaner ausschenkt. Aber auch sicherheitspolitisch hat er sich einen kleinen unbedeutenden Schnitzer geleistet. Ja, ich erwähne es jetzt nur der Form halber. Für Zuschauer unter euch, die nicht aus Hamburg stammen, könnte das folgende Thema auch total uninteressant sein. Vielleicht habt ihr das seinerzeit auch gar nicht mitbekommen. Da war so eine kleine Konferenz und da lief das alles nicht so ganz klar. Man stelle sich vor, die Welt blickt auf das wichtigste Treffen der Welt in einer der wichtigsten Städte, einer der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Und alles, was man sieht, sind vermummte Horden, die plündernd und brandschatzend durch die Stadt ziehen. Und zwar, während Olaf Scholz in den Katakomben der kurz zuvor eröffneten Elbphilharmonie steht und, wie die Zeit schreibt, Olaf Scholz Sätze in eine Kamera scholzt. Ich appelliere an die Gewalttäter, mit ihrem Tun aufzuhören und sich zurückzuziehen und die Gewalttaten nicht mehr zu verüben. Das selbst für Scholz eine Aussage, die man erstmal sacken lassen muss. Diese großartige Ansprache hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ja, und sowohl der Scholzomat als auch König Olaf wussten nicht, was jetzt da schief lief. Politik wäre auch so viel einfacher, wenn man nur einfach mal auf Olaf Scholz hören würde. Dabei ist es so einleuchtend und logisch, wie damals, als Marie Antoinette sagte, sie sollen doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben. Ja, nicht am Problem versagen und einfach mal aktiv nach Chancen suchen. Ja, Probleme sind nur dornige Chancen. Das ist erstaunlicherweise nicht von Goethe, sondern von Christian Lindner. Und ich muss sagen, auf das Video freue ich mich auch schon. Auch Scholz ist in den Tagen nach G20 oft zitiert worden. Er hatte nämlich drei sehr markige Aussagen von sich gegeben. Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist. Und wir können die Sicherheit garantieren, niemand in Hamburg müsse sich Sorgen machen. Und ja, alle haben Scholz so Kopf vertraut. Auch Innensenator Andy Grote hat ein paar markige Sprüche auf Lager gehabt. Der G20-Gipfel wird auch ein Schaufenster moderner Polizeiarbeit sein. Und es ist eine Chance, dass die Regierungschefs mit einem autokratischen, populistischen Background mitkriegen, wie eine lebendige, demokratische Gesellschaft formuliert. Nämlich so. Ja, wie kam es dazu? Nun, schön, dass ihr fragt. Das ist nämlich auch wieder so eine spannende Geschichte. Olaf Scholz wünschte sich nämlich Olympia in Hamburg. Ich meine, er ist ja auch ein Sportsfreund, aber etwas weniger wichtig. Damit würde man ihn auch in Erinnerung behalten. Ne? Der Mann, der Olympia nach Hamburg brachte. Das wäre natürlich toll, aber im Vergleich zu Städten wie Rom, Paris, Tokio und so weiter ist das natürlich ein ganz kleines bisschen unrealistisch und nicht finanzierbar. Aber vielleicht kann da Angela Merkel helfen.
Berlin beteiligt sich an einer Planungsgesellschaft und Scholz zieht mit der allerdings reichlich vagen Zusage vor die Öffentlichkeit, dass auch die Kosten zu einem guten Teil aus der Staatskasse, also vom Bundesfinanzministerium, beglichen werden würden. Scholz denkt, die Hamburger würden das so schon schlucken. Hamburg muss auf die Landkarte, lautet die Mission. Und das wiederum kommt der Bundesregierung sehr entgegen, die turnusmäßig dran ist, den G20-Gipfel im Sommer 2017 auszurichten und dafür einen Ort braucht. Leider wurde das Olympiavorhaben von den Hamburgern selbst Ende 2015 gestoppt. Verdammte Demokratie! Jetzt hatte man den unliebsamen G20-Gipfel an der Backe ohne die Olympiakirsche obendrauf. Dass Hamburg sicherheitspolitisch nicht die allererste Wahl war, vielleicht die letzte Wahl, spielte damals auch irgendwie gar keine Rolle. Die Entscheidung wurde ohne Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden getroffen, die warnten dann aber recht früh und man hätte eigentlich vorbereitet sein müssen. In der Zeit während des Gipfels wurde in Hamburg sogar das Versammlungsrecht aufgehoben. Was dann passiert ist, das haben wir alle noch vor Augen, das sind Bilder, die man sich in Deutschland so nicht mehr vorstellen kann eigentlich. Wirkliche Verantwortung jedoch haben weder Scholz noch seine Minister übernommen. Warum auch? Ich meine, die haben ja auch keine Barrikaden angezündet oder Geschäfte geplündert. Ja, nur wer Strafbares tut, macht sich strafbar. Und Scholz hat ja wohl nichts falsch gemacht. Im Gegenteil bekräftigte er vor dem G20-Sonderausschuss der Bürgerschaft, dass die Entscheidung, das Treffen der Staats- und Regierungschefs in der Hansestadt zu veranstalten, richtig war. Es ist aber trotz aller Vorbereitung nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung. Die Verantwortung für diese Gewalttätigkeiten liegt weder bei dem Gipfel noch bei der Polizei. Sie liegt bei denjenigen, die diese Gewalt ausgeübt haben. Sie liegt bei dem kriminellen Mob, dem die Menschen in unserer Stadt völlig egal waren, dem es nur um Gewalt und Zerstörung ging. Hätte es bei den Protesten gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs ein Todesopfer gegeben, wäre er zurückgetreten, bekannte Scholz. Er habe den tödlichen Zwischenfall beim G8-Gipfel von Genua 2001 vor Augen gehabt. Freunde und Journalisten hätten ihm vor dem Gipfel in Hamburg gesagt, dass er in einem solchen Fall nicht hätte im Amt bleiben können. Ich hätte die Konsequenzen ziehen müssen, auch wenn klar gewesen wäre, dass ich nichts falsch gemacht hätte, sagte Scholz. Moment. Ja, das hat er so gesagt. Ziehen müssen, obwohl er nichts falsch gemacht hätte. Olaf, du meintest doch jetzt sicher, dass du das mit deinem Gewissen nicht hättest vereinbaren können, wenn jemand direkt wegen einer deiner vergangenen Entscheidungen zu Tode gekommen wäre. Wieso habe ich jetzt eigentlich auch irgendwie gerade das Bedürfnis, mich so zu übergeben? Keine Ahnung, ich hatte wohl zu viel Mexikanisch irgendwie gerade. Christoph Lüttgert schreibt bei Panorama, der gesamte Gipfel ist ein monströses Beispiel für die Entfernung und Entfremdung der Politik von den Bürgern. Das Konzert in der Elbphilharmonie, der Superlativ dieser Entfremdung. Hunderte Millionen Euro, hunderte verletzte Polizisten, die einem in ihrer Überforderung leid tun mussten und eine politische Abschlusserklärung des Stillstands. Ein krasses Missverständnis von Aufwand und Ertrag dieses Gipfels. Ja, aber wie gesagt, Olaf hat auch ganz viel Positives vollbracht. Er machte Hamburg beispielsweise zur Stadt mit der höchsten Prozentzahl an Sozialwohnungen. Und als er dann Finanzminister wurde, gab es auch Entscheidungen, die öffentlich sehr wohlwollend aufgefasst wurden. Ja, die Einführung der globalen Mindeststeuer beispielsweise. Ja, oder die Hilfsleistung zu Beginn der Corona-Pandemie, ne? Wobei, über Corona-Hilfen, da kann man schon wieder diskutieren. Leider kommen dann auch immer wieder irgendwelche Unruhestifter daher und ziehen in den Krisen hinein, mit denen er eigentlich gar nichts zu tun hätte, wenn man ihn in Ruhe lassen würde. Da gibt es noch zwei, die jetzt noch kommen. Beispielsweise als 2019 eine Welle des Entzugs der Gemeinnützigkeit über deutsche Vereine rollte. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein langweiliges Thema? Moment. Das ist gar nicht so unrelevant in unserer Demokratie. Im Januar 2021 hatte der Bundesfinanzhof in München eine Entscheidung des Finanzgerichts Kassel bestätigt, wonach die globalisierungskritische Organisation Attac nicht gemeinnützig sei. Sind auch verdammte Extremisten. Die Organisation betreibe eine Einflussnahme auf politische Willensbildung und öffentliche Meinung. Dies sei vom Begriff der politischen Bildung nicht gedeckt. Dieser Prozess war dann die Grundlage für weitere Entzüge. Da das bedrohliche Ausmaße annahm, gab es eine Reaktion von Scholz, der wollte die Reformierung der veralteten Gesetze zur Gemeinnützigkeit anleiern. Der Spiegel titelte dann: Scholz will politisches Engagement von Vereinen bestrafen. Nun, dieser Entwurf ging ein wenig schief. In dem Entwurf des Gesetzes hieß es, Vereine würden auch dann noch steuerlich begünstigt, wenn eine gemeinnützige Tätigkeit mit politischen Mitteln begleitet wird. Vereine dürfen sich also auch künftig politisch äußern, aber nur, wenn es ihrem Vereinszweck dient und es muss parteipolitisch neutral sein. Ich meine, da will man doch bestimmt nur verhindern, dass Extremisten indirekt Einfluss gewinnen können. Ja, Extremisten, Leute, die die Demokratie zersetzen.
Hä, was? Change.org? Die Plattform, mit der einfache Bürger wie du und ich noch die Illusion haben, dass man zumindest irgendeine Mitsprachemöglichkeit hätte? Ja, genau. Laut der Plattform begründet das Finanzamt seine Entscheidung damit, dass Petitionsplattformen nur dann als gemeinnützig gelten, wenn sie ausschließlich Petitionen an staatliche Stellen zulassen. Petitionen müssen hingegen gelöscht oder mit einer Gebühr belegt werden, wenn sie sich an nichtstaatliche Akteure wie beispielsweise Nestle richten. Durch das Raster von Scholz' Gesetzesentwurf fallen sie eben auch. Aber ich meine, das liegt doch auf der Hand, ey. Die Bürger sollen die Politik mal den Politikern überlassen und Störungen von außen, die machen auch einfach nur Stress. Und beim Herrn Bülow letzte Woche haben wir ja gelernt, Petitionen interessieren doch eh keine Sau da. Aber hey, es gibt ja noch andere Vereine, ne, die andere Dinge wollen. Hier dieser beispielsweise: Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Dieser Schwur von Buchenwald ist die Handlungsmaxime des Vereins VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Also wenn man das so hört, muss ich sagen, so eine Gemeinnützigkeit ist ganz klar überhaupt nicht erkennbar. Und vor allem ist man ja überhaupt nicht neutral, wenn man gegen rechts ist. Ja, ist so undemokratisch. Grund hier sei, dass der Verein in Bayern im Verfassungsschutzbericht auftaucht. Augenscheinlich bestimmt jetzt der Verfassungsschutz durch simple Erwähnung in seinen Berichten, wem die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Aber es liegt auch nahe, schließlich ist der Verein Träger des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus, an dem die DGB, Verdi, Grüne und andere beteiligt sind. Ja, es macht seit 2016 bundesweit auf lokaler und regionaler Ebene Bildungsarbeit gegen rechts. Sehe ich jetzt nicht, dass dieser Verein Auftrag zur politischen Bildung hätte. Aber die bösen Linksextremisten müssen auch aufgehalten werden, ist ja ganz klar. Dem VVN-BDA die Gemeinnützigkeit abzuerkennen, während kommerziell agierenden Akteuren wie dem ADAC oder dem DFB diese gewährt wird, sehen wir als fortgesetzte Diskriminierung demokratischen Engagements an. Das sagte Susanne Schaper, einer der beiden Vorsitzenden von Die Linke in Sachsen. Man soll sich nämlich entscheiden, will man gemeinnützig oder politisch engagiert sein. Alarmiert vor diesen Vorschlägen haben 9 große Umweltverbände, darunter Greenpeace, der BUND, der Deutsche Naturschutzring und die Umwelthilfe, einen offenen Brandbrief geschrieben. Olaf Scholz hat nun in einem Dementi erklären lassen, dass seine Vorschläge in bester Absicht erfolgt sind. Vereine und Verbände können sich damit nicht mehr in derselben Weise wie bisher gegenüber Parteien oder Parteipolitikern kritisch äußern, sagt etwa Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, dem Spiegel. Olaf Scholz' stümperhafte Vorschläge machen alles noch schlimmer. Seine Absicht mag ja gut sein, aber die Auswirkungen seiner Gesetzesänderung wären fatal. Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Wer Umweltverbänden nur geringfügiges politisches Engagement erlauben will, macht sie mundtot. Das Klima kann man nicht nur mit dem Pflanzen von Bäumen schützen, sondern durch Einflussnahme auf die Politik. Dieses politische Engagement ist selbstverständlich gemeinnützig. Genauso muss auch ein Sportverein zu einer Demo gegen Nazis aufrufen dürfen, ohne seine Gemeinnützigkeit zu gefährden. Die GroKo muss endlich klarstellen, dass sie das politische Engagement der Zivilgesellschaft endlich absichern will, statt es noch weiter zu behindern. Wirtschaftsunternehmen können die Kosten für politisches Lobbying von der Steuer abziehen. Schon deshalb müssen Spenden an Gemeinwohl-Lobbys ebenso steuerabzugsfähig bleiben. Nur wer zur Wahl einer politischen Partei aufruft oder sie fördert, soll seine Gemeinnützigkeit verlieren. Scholz lässt mitteilen, dass der Spiegel ihn halt auch einfach schlichtweg falsch verstanden hat, ne? Scholz ist nicht Scholz. Wenn ihr nicht richtig zuhört, dann kann er auch nichts dafür. Und weil plötzlich sehr öffentlich sichtbar war, was Scholz vorhatte, rudert er dann doch zurück. Ja. Bloß keine Fehler, Olaf. Keine Fehler. Ein Glück hat Scholz auch bei Wirecard keine Fehler gemacht. Nicht schon wieder Wirecard. Alter Alex, kannst du... Das kann doch nicht sein, dass ständig Wirecard eine Rolle in deinen Videos spielt. Das ist ja, als ob die ganze Regierung darin verwickelt wäre. Puh, ja, also, ich mach's auch kurz, ne? Meine Katze muss vom Karate abgeholt werden. Genau, also ich mach's kurz. Scholz ist nicht schuld. Die Erkenntnis reicht doch, oder? Ja gut, ich kann noch ein paar Worte mehr dazu verlieren. Während der Zahlungsdienstleister Wirecard mehr oder weniger verzweifelt nach den verschwundenen 1,9 Milliarden Euro suchte, geriet Scholz erneut in Kritik. Der arme Mann, kann man ihn nicht einfach mal in Ruhe lassen? Trotz Hinweise auf fehlende Gelder schlammte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, die unter der Kontrolle des Finanzministers steht. Scholz hat hier also entweder ebenfalls geschlammt oder einfach weggeschaut. Die EU-Wertpapier- und Marktaufsicht ESMA, die ermittelte daraufhin gegen die BaFin. Im November 2020 veröffentlichte die ESMA ihren Abschlussbericht mit dem Ergebnis: Es gehe ein erhöhtes Risiko der Einflussnahme von dem von Olaf Scholz geleiteten Bundesfinanzministerium gegenüber der BaFin aus. Das führe wiederum zur Intransparenz und einer mangelnden Widerstandsfähigkeit der internen Kontrollsysteme der BaFin bezüglich möglicher Interessenkonflikte, wie die Welt berichtete. So, jetzt mal Hand hoch. Wer von euch hat das verstanden? Wieder keiner. CDU-Mann Hauer
hält nach dem Untersuchungsausschuss fest, die politische Verantwortung für den Wirecard-Skandal tragen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Führung des Bundesfinanzministeriums. Zumindest kann man dem Scholz-Omat nicht vorwerfen, er hätte die Untersuchung behindert. Hauer sagte der deutschen Presseagentur, Finanzminister Olaf Scholz hat den Untersuchungsausschuss relevante E-Mail-Kommunikation vorenthalten, die er persönlich zum Thema Wirecard geführt hat. Während er auf meine Fragen zunächst behauptete, seine Kommunikation zu Wirecard ausschließlich über die dienstliche Adresse zu führen, musste er nach Vorlage konkreter Beweismails das Gegenteil einräumen. Und wenn wir uns jetzt mal ganz kurz an mein letztes Video erinnern, wo Kommunikation einfach über WhatsApp passiert ist. Insgesamt ist das ein furchtbarer Sumpf voller sehr fragwürdiger Aktionen, die ich euch ganz kurz noch präsentieren möchte, so als kleinen Schmankerl, als Betthupferl, damit ihr schön ins Bett gehen könnt nach diesem furchtbar langen Video. Die Finanzaufsicht verklagte Journalisten, die über Ungereimtheiten bei Wirecard berichteten. Und am Ende behinderte das Finanzministerium die Aufklärung, weil es dem Untersuchungsausschuss zu spät die Akten zu den Vorgängen zur Verfügung stellte. Es entsteht der Eindruck, dass das Finanzministerium die Ausschussarbeit sabotieren wolle, sagte der Grünen-Politiker Daniel Bayers. Er sehe nur einen schwach entwickelten Willen des Bundesfinanzministers, an der Aufklärung aktiv mitzuwirken, teilte der CSU-Abgeordnete Hans Michelbach mit. Und jetzt passt mal auf, in der BaFin wurde sogar Insiderhandel betrieben. BaFin-Mitarbeiter haben fast 500 private Geschäfte mit Bezug zu Wirecard getätigt. Was? Stellt euch vor, es gibt eine Finanzaufsicht, die interne Informationen über Dinge hat, auf die sie wetten kann. Sodom und Gomorra. Scholz wusste übrigens seit 2019 um den Manipulationsverdacht der Finanzaufsicht gegenüber Wirecard. Warum er sich etwa mit der Trennung von BaFin-Chef Hufeld so viel Zeit ließ, kann er nicht wirklich erklären, und immer wieder wird Scholz auch nach dem umstrittenen Leerverkaufsverbot für Wirecard gefragt. Die Finanzaufsicht hatte Anlegern zeitweise nämlich Spekulationen auf fallende Kurse von Wirecard verboten und damit eben das Signal an den Markt gesendet, bei dem Skandalkonzern sei trotz kritischer Medienberichte alles in Ordnung. Ja, da erinnern wir uns doch ganz dunkel an Karl Theodor aus dem letzten Video und seinen schönen Artikel. Hat sich doch gelohnt, die Aktion. Den Vorwurf, die BaFin hätte ihre schützende Hand über das Unternehmen gehalten, weist Scholz als absurdes Märchen zurück. Ja, aber wie sah das bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, die FIU, aus? Die soll 2019 nämlich wichtige Informationen in Bezug auf Geldwäscheverdacht bei Wirecard nicht an die Ermittler weitergegeben haben. Laut BR habe die Commerzbank im Februar 2019 detaillierter über mögliche Unregelmäßigkeiten berichtet, mit einer Liste von rund 350 auffälligen Überweisungen und sogar einen Kurzbericht mitgeschickt, der den FIU-Aufsehern die Arbeit erleichtern sollte. So heißt es in einem Bericht der Tagesschau. Es ist aber auch furchtbar. Wie soll man da regieren? Das ist ja wie im Kindergarten. Was kam denn jetzt dabei raus? Die Opposition sieht beim Wirecard-Skandal ein kollektives Aufsichtsversagen. Olaf Scholz trage als Bundesfinanzminister die politische Verantwortung für das Versagen der Finanzaufsicht BaFin. Aber meine lieben Freunde, unser zukünftiger Kanzler lässt sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen, denn zum Fallstrick wird ihm das nicht, denn in dem Skandal um den Betrugskonzern hängen alle mit drin. Gott sei Dank, die Regierung, Berater, Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer. Es war im Prinzip der Enkeltrick, vor dem die Polizei immer warnt. Vertrau mir und gib mir Geld, schreibt der Tagesspiegel. Und ihr müsst euch vorstellen, Olaf Scholz steht da mit der Knarre an der Stirn. Die Opposition hat den Finger am Abzug und drückt nicht ab. Und warum? Weil der Skandal einfach viel zu komplex ist. Wie immer, wenn Scholz im Kreuzfeuer steht. Und dann kam auch noch die Corona-Pandemie. Dadurch kam kein öffentlicher Druck zustande. Ja, und dadurch konnte Scholz nicht aus dem Amt gejagt werden, schreibt Hamburg 24. Also, wenn wir das jetzt alles mal subsumieren, ist es genauso, wie ich am Anfang gesagt habe. Scholz ist nicht schuld. Also nicht so richtig. Hat halt niemand so richtig laut öffentlich gesagt. Hat halt niemand so richtig laut öffentlich gesagt, dass Scholz hätte zurücktreten müssen. Hat niemand gesagt, öffentlich, dass er hätte zurücktreten müssen. Nie. Wäre ja eine Schande, wenn das irgendjemand öffentlich sagen würde vor vielen, vielen Menschen. Der Wirecard-Skandal hat keine politischen Verantwortlichen zurücktreten gebracht. Nur so ein paar Bauernopfer in den entsprechenden Behörden. Und die Moral von der Geschichte, sagst du, du warst es nicht, warst du es nicht. Ja, und nun steht er da und schwört die Genossen ein, dass man das Kanzleramt gewinnen könnte. Dass man schlussendlich vielleicht sogar die Wahl gewinnen könnte. Ja, und warum auch nicht? Scholz hat sich in seiner ganzen Zeit in all seinen Ämtern nicht zu Schulden kommen lassen. Und er hat sogar 15 Kilo abgenommen. Aber eine Sache hat ihn dann doch ein kleines bisschen unsympathisch gemacht. Da muss ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen schimpfen. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin fragte ein Zuschauer,
Wie reich sind Sie persönlich, Herr Finanzminister? Seine Antwort, ja, als reich würde ich mich nicht empfinden, auch wenn er ganz gut verdiene. Auf die Nachfrage des Moderators, ob er sich zur oberen Mittelschicht zähle, antwortete Scholz, nein, so viel Geld wie derjenige, der das für sich qualifiziert hat, verdiene ich nicht und habe ich auch nicht als Vermögen. Olaf Scholz verdient als Spitzenpolitiker mindestens 180.000 Euro brutto im Jahr. Er wurde dann auch nach Preisen für Benzin, Brot und Butter gefragt. Die Antwort, ich gehe nicht selbst tanken. Durch sein ganz ordentliches Einkommen seien ihm viele Preise auch einfach nicht bewusst. Er hätte eigentlich sagen müssen, scheißegal, ich würde ihn nicht wählen. Weil ich von einem Profi mit seiner gerade dargestellten Erfahrung im Überleben von Krisen erwartet hätte, dass er auf solche rudimentären Fragen vorbereitet ist. Natürlich kann es auch sein, dass er bereits so viele politische Kernschmelzen überlebt hat, dass es einfach keinerlei Rolle mehr spielt, was er sagt und tut. Aber Scholz rudert ja auch im Anzug. Sicher hätte man jetzt noch unendlich viel mehr finden können, in die Tiefe gehen können, aber bereits der grobe Überblick hat es heute wirklich in sich. Findet ihr nicht auch? Vielen Dank mal wieder für dein Interesse. Wenn es dir gefallen haben sollte, dann teil bitte das Video, gib ihm einem Kommi eine Bewertung für den Algorithmus. Wenn du supporten magst, weißt ja, solche Inhalte verbreiten sich auf YouTube nicht so gut. Ich werde jetzt die nächsten Wochen erstmal noch die Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen durchgehen und danach kümmern wir uns dann um Dinge wie Nestle, Disney und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der dunkle Parabelritter. Tschüssikowski.